warum man für sein Uncle Jim Wallet immer einen solchen Sicherheitsumschlag verwenden sollte und warum nicht so ein normaler Umschlag ausreicht. Damit die Seed-Wörter nicht durch die durchsichtige DebaSafe-Tüte durchscheinen beim Uncle Jim Wallet, macht man sie eben in einen Sicherheitsumschlag rein, damit die Seed-Wörter hier nicht durchscheinen und die niemand erkennen kann. Was passiert jetzt aber, wenn man keinen Sicherheitsumschlag, sondern einen normalen Umschlag verwendet? Wenn man nämlich den normalen Umschlag gegen eine Lampe zum Beispiel hält, dann kann man die Wörter durchscheinen sehen. Mit einem Sicherheitsumschlag ist das nicht möglich. Man erkennt zwar die dicken Streifen vom wasserfesten Stift, aber die Wörter kann man nicht erkennen. Diese Sicherheitsumschläge ermöglichen, dass man die DebaSafe-Tüte aufschneiden muss, um das Geld von den Adressen auf der Rückseite wegzuüberweisen. Diese Sicherheitsumschläge, genau wie das TerraSlate Paper und die DebaSafe-Tüten, gibt's im Frankenstein-Shop. Und mit dem Code 21 kriegt ihr nochmal 10% Rabatt.